Spiel 2. Für euer nächstes Spiel müsst ihr über einen unnötig komplizierten Catwalk laufen. Aber gut, das kennen wir ja auf ProSieben schon. Für euch beide ist es was Neues, aber keine Sorge. Steven wird euch keine Idiotenfrisur schneiden. Oder vielleicht doch. Egal. Ihr dürft euch auf jeden Fall nicht anmerken lassen, worüber ihr lauft. So wie ich gerade. Ist eigentlich ganz einfach. Okay? Ciao. Über den Dingen schweben. Vielen herzlichen Dank an Melissa. Und ProSieben hat dafür zwei Gäste heute ins Rennen geschickt, die gleichermaßen schlau, sympathisch und schwebend sind. Sie ist Journalistin und Moderatorin und hat mit ihrem Format Deutschland 3000 den Politikjournalismus ganz neu geordnet. Erst Moderator, Entertainer und Stammgast dieser Sendung. Wir freuen uns über Eva Schulz und Riccardo Simonetti. Eva, wir müssen ganz klar festhalten, du bist die seriöseste Person hier von uns allen. Ja, es dauert ungefähr 10 Minuten, dann nicht mehr. Aber wie erklärst du das deinen Eltern? Ich glaube, denen muss ich eher erklären, dass noch was Seriöses aus mir geworden ist. Ach, okay. So, ja, als ich das erste Mal fürs Fernsehen gedreht habe, wirklich der allererste Dreh, da ging es darum, ob man Romantik künstlich herstellen kann. Und ich sollte dann einen absolut unromantischen Song als Schnulze produzieren. Das war Hurensohn von KIZ. Ah, ja. Und danach war das Eis gebrochen. Danach rief mein Vater an und war so, okay, das mit der seriösen Karriere ist jetzt gegessen. Das war's. Ja, passt das eigentlich genau zu ja, mir, oder? Ja, es ist Full-Circle-Moment. Ja, wir freuen uns. Riccardo, und du, soweit ich weiß nicht, ob das stimmt, musst du kurz sagen, standest schon mit 4 Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne. Das stimmt. Ich habe eine Nebenrolle gespielt und ich war ein Holzfäller. Habe mich nicht mit wohl 4 Jahren. Ich war damals schon, habe ich eher so mit dem Hauptdarsteller geliebäugelt und dachte mir, der hat ein cooleres Kostüm an. Aber damals habe ich mich auch mit dem Holzfäller zufrieden gegeben. Wunderbar. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier ein wunderschönes Spiel spielen. Und es geht darum, dass ihr als Teams gegeneinander antretet und hinter unserem Sichtschutz über unterschiedlichste Dinge gehen bzw. schweben sollt, sodass das gegnerische Team nicht erkennt, um was es sich dabei handelt. Ich zeige euch ganz kurz mal, wie das hier aufgebaut ist. Kommen alle 4 mit? Ja. Und zwar gibt es hier 2 Linien. Ihr startet von unterschiedlichen Seiten, entgegengesetzten Seiten, kommt aufeinander zu, geht aneinander vorbei und bleibt dann stehen. Jedes Team, das schweben bzw. gehen muss, guckt sich den Gegenstand an. Wir bauen dann natürlich mehrere des gleichen Gegenstandes nebeneinander auf, um diese Strecke absolvieren zu können. Könnt ihr einmal kurz proben, dann macht ihr das heiß vor dem gegnerischen Team und die sagen dann, was ist es? Sollen wir proben, eine Linie entlang zu gehen? Mal gucken, ob wir das können. Ja, das könnt ihr gerne mal schauen. Ja. Auf jeden Fall haben wir euch zur Orientierung diese Gegenstände, die wir gleich aufbauen, Moment mal, inmitten aller anderen Gegenstände. Darf ich ganz kurz, nur damit wir, bevor wir den Vorwurf der Menschenverachtung wieder bekommen, dieser Gegenstand heißt Marc und er arbeitet bei uns. Ne? Genau. Also es könnte auch sein, ja, dass, nicht, Marc, dass du man bist mehrere Mensch, ne? Marks ja. aneinander legt, über die ihr gehen müsst. Haben wir mehrere Marks? Also, ja. Marc ist definitiv ein Unikat, aber ja, er steht dann für die Spezies Mensch und dann hätten wir mehrere Menschen, die wir in einer Bahn hinlegen, über die man dann schreiten muss. Gibt es dazu noch Fragen? Sollte das Team erkennen, um welchen Gegenstand es sich handelt, gibt es einen Punkt. Mhm. Sollten sie es nicht erkennen, hat das Team natürlich den Punkt erhalten, die das sehr gut kaschiert haben. Ja? Ja, haben wir gecheckt. Wunderbar. Dann starten wir direkt mit Joko und Klaas, die hier laufen werden. Riccardo und Eva, ihr geht bitte hier hinter das Spielepult. Setzt einmal die Blindbrillen auf und die Kopfhörer, damit ihr nichts seht und nichts hört. Oh, das vergesse ich immer, dass man das hier anziehen muss. Ach, wegen dem... Wegen der Haare. Haare und Make-up. Hört ihr das? Ganz leise wimmern, das ist mein Make-up-Artist, der jetzt weint. Der leise vor sich hin heult. Genau, und einmal die Kopfhörer noch dazu, damit ihr nichts hören könnt. Riccardo, ich gebe sie dir einmal, da hast du sie. Wunderbar. Und euer erster Gegenstand wird jetzt reingebracht. Aber wir suchen gar nicht selber aus. Nee, ihr sucht nicht selber aus. Das wäre zu schön gewesen. Das ist nur zur Orientierung, wenn ihr raten sollt. Also, hier haben wir sie. Genau, einer kommt von der
gegenüberliegenden Seite. Wir dürfen Probe laufen, ja? Ihr dürft einmal Probe laufen und mal testen, wie ihr laufen wollt, damit man es nicht erkennt. Also man muss ja so tun, als wäre es was anderes, ne? Man kennt das ja so von so Übernachtungspartys, wenn man dann nachts auf Klo muss und dann über alle drüber steigt, ne? Ja, das kann natürlich auch so tun, als wären das andere Gegenstände, ne? Ja. Was könnte es? Kann man das einmal sehen von der die Perspektive? Könnt ihr das mal von da mal filmen? Genau, bitte. Das wollte ich auch gerade fragen. Kleines Geräusch. Kannst du einen Hustenanfall kriegen vielleicht? Wir tun so. Oh, nee, ey, weißt du, was wir gut imitieren können damit? Diesen Barren da. Nee, aber das macht ja ein Geräusch. Ja, wir singen einfach. Dürfen wir das? Ja. Ja, also, ja, am Ende müssen wir erkennen. Sollen wir das Lied von gerade singen? Dieses... Ja, ich singe. Ja. Gut, dann stellt euch mal hinter eure Startlinien. So ein Tag, so wunderschön wie heute, können wir auch singen. Ja. Wir spielen insgesamt 6 Runden. Aber nicht zu doll. Nee, nee, aber so ein bisschen ein Fuß vor den anderen, ne? Seid ihr ready? Ja, schon, aber jetzt nicht so übertrieben. So Catwalk-mäßig. 5. Entschuldige. Ricardo, ich wollte nur Bescheid geben, dass es losgeht. Ich war abgelenkt. Also, seid nicht irritiert, ich komme und ticke euch auf die Schulter. Gut, das ist der Gegenstand, natürlich in mehrfacher Ausführung, eventuell oder auch nicht, von Joko und Klaas. Die beiden gehen los und ihr müsst erkennen, um welchen es sich handelt. Wann immer wir wollen? Wann immer ihr wollt. Ich würde gerne dabei ein bisschen singen. Du musst da vorbei. Da ist gerade irgendwas Das ging sehr schnell. Ja, das ging sehr schnell. Was macht am ehesten da Geräusche? Ich denke gerade, weil sie sind jetzt nicht viel hoch und runter. Ja, die Luftmatratze? Oder die Luftmatratze. Ah, die Reifen. Also ich bin mir sicher, Marc hätte bestimmt ein Geräusch gemacht, wenn man auf ihn draufgetreten wäre. Das wäre aber nicht so schnell. Darf er nicht. Darf. Luftmatratze? Wollen wir Luftmatratze nehmen? Ihr müsst euch einigen und mir sagen, was ihr wollt. Also aber da hätten Sie da so Schwierigkeiten gehabt, aneinander vorbeizugehen? Ich bin für Matratze. Okay. Ist okay? It's on you. Dann it's on you. Matratze. Du sagst Luftmatratze. Es wäre der erste Punkt, wenn es richtig ist. Und es stimmt. Yes! 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 2 Luftmatratzen. Haben wir das nicht gemacht? Doch schon, aber der ist schlau. Ihr wechselt jetzt. Ihr könnt euch das noch einmal kurz angucken. Nein. Wir wollten, dass ihr den hier nehmt. Ja. Habe ich an deiner Handbewegung gesehen. Genau, und das war die Szene. Ja, die Handbewegung hat verraten. Hast du gehört? Okay. Hat sich die Luftmatratze er hat gesagt, weil wir die Handbewegung gemacht haben, hat er nicht gedacht, dass das Ding ist. Wir haben uns verraten. Ihr setzt jetzt bitte die Blinken auf den Kopfhörer. Das zu aufgelegt. Da kann man sich nicht überlegen, wie der denkt. Nee. Okay, und ihr bekommt jetzt euren Gegenstand zugeteilt. Ja. Auch ihr habt die Möglichkeit zu proben. Wir spielen 6 Runden. Also jeweils 3-mal raten, 3-mal laufen. Oh. Oh Gott. das wird interessant, ja. Aber auch da wieder, also so wie die gerade sehr stark aufgepumpt war, wenn die nicht zu doll durchhängt. Ihr könnt ja mal raufgehen. Wir dürfen üben, ihr habt ne? ja genügend Zeit und könnt einmal üben. Ich meine, wir dürfen es nicht so offensichtlich machen. Nee, glaubst du, aber, so würden sie es merken? Aber guck mal, Ricardo, wenn man langsam und nur über den Rand läuft. Aber wir müssen sie ja verwirren. Wir müssen so tun, als wäre es extrem rutschig. Ach, rutschig? Huch. Aber wo sollen sie denn drauf kommen? Huch! Okay. Versuch mal so tun, als wäre es so rutschig. Ah. Ja. War nicht schlecht, oder? So könnte ich gerade was machen. Okay. Ihr seid ready? Ich denke schon. So ready. Ihr seid auf die Startposition. Ich sag den beiden Bescheid. Und wir könnten auch tun, als wäre es sehr schwierig, aneinander vorbeizulaufen. Ja. Einfach für die Verwirrung. Das stimmt. Wunderbar. Eva und Ricardo stehen bereit. Wann immer ihr wollt, dürft ihr loslegen. Oh Gott. Schaffst du dich? Ja, es ist gar nicht so einfach. Ja. Voila. Beeindruckend. Die sind nicht wirklich höher gegangen. Ne?
Sind nochmal runtergegangen, oder die Wippe? Die Wippe, ne? Das war ja eine Oscar-reife Performance, im Guten und im Schlechten. Es war einfach auch wahnsinnig schwer, Steven. Ja. Aber dafür war die Fläche zu weit. Aber haben die jetzt, die haben doch auch ein ziemliches Theater aufgeführt. Absolut. Das würde ich denen so jetzt nicht sagen. Das ist einfach, aber einfach respektlos von euch. Ja. Wir haben ja einfach hört alles uns gegeben. Gegenüber unseren Knöcheln. So. Oder lacht Marc, weil er denkt, da lagen Menschen. Warum sind die so blöd und nehmen Gegenstände? Ich glaube, das waren Menschen. Ich glaube, also die nicht jetzt wegen Marcs Lachen, aber das ist das Logische, dass da Menschen waren, weil da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde sagen Menschen und du auch, Joachim. Ja, das sage ich auch, war ja meine Idee. Also Joachim und ich sagen Menschen. Ihr sagt Menschen? Ja. Wir hatten dann da gerade gesagt, bei Joachim. Guck mal, wer da liegt aus dem Team von Florida. Ja! Wirklich? Oh, pass auf bitte. Oh, nee. Oh. Mann! Wir müssen hier bleiben, Klaas. Es war ein Trampolin. Aber können wir mal für kurz... Alle noch mal. Joko, können wir mal Klaas, kurz zweiter Punkt kurz für euch. Können wir mal kurz festhalten, was für gute SchauspielerInnen wir sind. Ja. Ich habe gerade zu dem Trampolin so gemacht. Und du dachtest, da wäre ein Mensch. Gibst du? Ja, natürlich. Ihr weil ich dran? Aber auch sehr das simpel gestrickt krass. Bin. Es war gut. Das ich finde aber schön, Ricardo. Ich mag Ricardo, dass du das als schauspielerische Leistung ankündigst, was du da geleistet hast, dass du so gemacht hast. Hier kommt euer Gegenstand. Wir müssen da drauf treten. Ja, wenn ihr nicht darauf tretet und an der Seite runterfällt, startet ihr von vorne nochmal. Ihr müsst da darüber gehen. Also du kannst jetzt nicht ihm entgegengehen und dann hier kurz... Komm, geh du vor und dann steigst du wieder auf, sondern ihr müsst aneinander vorbei. Ich liebe das. Also, lass uns jetzt mal einen Gegenstand aussuchen, den wir spielen. Weißt du, ich glaube, das ist der Trick. Wir spielen die Treppe. Dass wir so, guck mal, wir spielen, dass wir so über so eine kleine Treppe rüber müssen. Okay. So, weißt du? Ja. Verstehst du, wie ich meine? So. Ja. Aber nochmal für euch beide, ihr könnt nicht runtergehen, sondern ihr müsst aneinander vorbei. Ja, ist ja logisch. Okay. Ja, ja, gut, habt den Plan. Ihr spielt eine Treppe. Wir haben einen Plan. Gut, dann sage ich den anderen beim Bescheid. Gut, die beiden sind ready. Klaas und Joko, Ricardo und Eva gucken sich das an und ihr legt bitte los. Man hört schon mal nicht. Joko spielt. Da war jemand in meiner Schauspielschule, würde ich sagen. Also sie mussten gerade beide einmal über was Großes drüber vermeintlich. Da wissen wir doch, dass das nicht sein muss. Süß. Jetzt sind wir gefangen in einer Situation. Haben Sie die Rutsche? Das ist jetzt der entscheidende Moment. Warte. Diese Rutsche? Nee. Join. Was war das für ein Geräusch? Da gab es ein. Das hat ein Geräusch gemacht, ne? Das hat geklickt oder so. Ich würde vor. Ja. Die Rutsche? Also, irgendwas hat geklickt und das ist das Einzige, was mich von der Rutsche gerade noch ein bisschen abhält. Ja. Wollen wir die Rutsche riskieren? Du hast. Dein erster Impuls war die Rutsche. Aber weil sie halt beide so. Und dann haben sie sich da so festgehalten. Was meint ihr? Jetzt darfst du entscheiden. Ja, dann gehen wir jetzt mit der Rutsche. Du sagst, es ist die Rutsche gewesen und ich kann euch sagen, die beiden haben das sehr gut gemacht. Ah. Denn aber es ist nicht die Rutsche. Ah. Es ist die Schreibmaschine. Das macht mich klar, das ist doch logisch. Wow. Ein Punkt. Joko, Klaas, Lieber auf die andere Seite. Schön. Sehr Klaas, schön. Ihr seid wieder dran mit Raten. Ricardo und Eva, ihr bekommt. Ich bin mir sicher, ihr habt jetzt ein Buch damit geschrieben. Au. Ja. Eine Nachricht hinterlassen. 2-1. Hier kommt euer Gegenstand. Kriegen wir die Staubsauger? Mein Sportunterrichtstrauma kommt wieder okay. hoch. Eva und Ricardo, ganz wichtig für euch ist, ihr dürft nicht den Boden runter berühren. Genau, und den Boden berühren. Ihr müsst sozusagen aneinander, miteinander vorbei. Was wäre, wenn wir seitlich laufen? Ja, das. Ja. Mhm. So ganz schnell. Das war der Simonetti-Walk. Aber wir müssen ja noch aneinander vorbei. Ich weiß. Also wenn wir schnell aufeinander zulaufen, um dann zu passieren. Wir könnten so tun, als wäre es diese Wippe mit der Balance. Weil wir müssen ja... Aber da musst du ja ganz oben starten. Ja, aber dass wir so machen und dann so... Warte, du musst in die Mitte gehen. Können wir mal kurz aneinander vorbeilaufen?
Ja, das schafft. Das ist, glaube ich, schon einfach. Das will ich jetzt. Weißt du, ich war früher beim Sondersport. Wegen grobmotorischer Veranlagung. Ich dachte, du musst dich jetzt ganz nah. Ja, okay. Aber du könntest nicht, Eva und Ricardo, weil das die Jungs auch gemacht haben, ihr könnt euch natürlich kurz daran festhalten. Hier, das geht. Ah. Ja, gut, dann kriegen wir es hin. Aber wie können wir die ablenken? Weil das okay. Ist ja so offensichtlich dann. Vielleicht immer abwechselnd runter und. Das ist gut. So und dann runter. Das, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist irgendwas. Und jetzt hier so? Ja, der war nicht schlecht. Ja, dann macht das doch so. Seid ihr bereit? Ja, ich glaube ja. Schon. Okay. Okay, also hoch und runter. Ja. Ihr macht alle so ein Gesicht, als wäre es eine Wippe, okay? Der nächste Gegenstand für Eva und Ricardo. Um welchen handelt es sich? Und bitteschön. Ey, das ist nicht einfach. Lachen! Das ist aber. Du runter oder ich? Beide irgendwann. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Alles super. Okay. Was soll denn dieses Auf und Ab? Ja, das ist. Oh, gut, geschafft. Geschafft. Oh. Der erste Schritt ist immer der, wo du. Was also könnte sagen, das gewesen sein? Wir sagen, dieses Auf und Ab war großer Quatsch, das passt ja zu gar nichts. Und ansonsten war es der Barren. Ja. Also ich sag, dieses Gerät ist ja, der Holz. Ja, dieser, aber was bringt euch jetzt auf den Gedanken? Weil das so aussah. Wäre das 2-2, ihr würdet ausgleichen. Wir loggen ein, Schwebebalken und das ist richtig. Ja! Ja. Die Betze. Joko Klaas. Die irgendwann. Letzte und alles entscheidende Runde. Ihr ratet nochmal, müsst nochmal performen und wir gucken mal, wer am Ende die meisten Punkte hat. 2-2. Kopfhörer werden aufgesetzt. Heißt und hier Lounges. Kommen die nächsten Gegenstände. Könnt natürlich den Abstand vielleicht auch selber noch mal ein bisschen für euch feinjustieren. Easy peasy lemon squeezy. Würde ich sagen. Würde ich jetzt auch sagen. Das einzige Ding ist halt immer, wo trifft man sich? Na, wie geht man aneinander vorbei? Ja, das ist ein Problem. Ja, Boden nicht berühren. Du musst den hochmachen, den, und ich muss. In dem Moment, wo du hochmachst, muss ich schon draufsetzen. Komm, einmal jetzt flüssig. Ja, das, so geht das so. Ja, gut. Wir müssen nur aufpassen beim Auftreten. Man hört dieses. Wir müssen das anders machen, Ricardo. Jedes Mal erschreckst du dich. Ja, aber es ist auch erschreckend. Erschreckend, schön. Erschreckend. Hoffentlich. Du hast erschreckend große Hände, Steven. Steffen Mausimaus. Steffen Mausimaus heißt er. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Gut. Ihr seid bereit? Los geht's. Welcher Gegenstand ist das? Oh. Oh. Das sieht schon einfacher aus. Vielen Dank. Also, es war ja sehr leise und es wirkte fast weich, finde ich. Wer geht in Führung? Welches Team? Steht 2-2? Wir tippen, so. Wir schwanken so zwischen Mensch und Mitarbeiter. Was? Ja. Ricardo! Nee, zwischen oh nein! Da machen wir grundsätzlich keine Unterschiede. Mitarbeiter sind auch Menschen, ja?
Oh oh. Mensch und Mitarbeiter. Ricardo, unsympathisch. Du bist gecancelt. Ja. Ich glaube auch, Mitarbeitende sind auch Menschen. Ich meinte zwischen Fair auch, und Mitarbeiter. Aber betont, okay. Mitarbeiter sind auch Menschen. Oh, sag, das einräumt. Das nicht Nein, du sagst Reifen, ich sag Teddy. Schnick, schnack, schnuck. Wirklich? Ja, einmal. Schnick, schnack, schnuck. Wollte ich das gewinnen? Was habe ich gesagt? Reifen. Ja. Reifen. Du sagst Reifen. Komm mal mit, ich zeig's euch. Menschen, Mitarbeiter, Reifen, alles das Gleiche hier bei uns. Oh! Damit gehen Jürgen und Klaas in Führung. Den habe ich gar nicht. Letzte entscheidende Runde. Okay. Sollten Joko und Klaas jetzt erkennen, um welchen Gegenstand es sich handelt, haben sie gewonnen. Ansonsten gibt es eine Stichfrage. Moment, ich muss sagen, dieser Topf, das ist für mich ja so ein wahnsinniger Fremdkörper, den habe ich da gar nicht wahrgenommen in dieser Sammlung an Dingen. Ja, okay. Aber auch wie geräuschlos sie das geschafft haben. Gut, hier kommen die nächsten Gegenstände, beziehungsweise... Oh Mann, ich glaube, wir dürfen nicht mehr Runde. So viel Schauspiel. Oh, das ist gar nicht so einfach. Oh nein, du hast es dir gewünscht, ne? Da müssen wir eigentlich die ganze Zeit... Einen großen Applaus für die Mitarbeitenden hier! Ja. Also ich würde sagen, wir gehen in einem würdevollen Tempo unserem Ende entgegen. Und so ganz langsam. Und dann treffen wir uns zusammen in der Mitte. Und dann gucken wir einfach, was passiert. Ja. Würde ich auch sagen. Und sehr leise Schritte, damit sie wenigstens das Raue nicht... Oder man hustet ganz laut. Guck mal, vielleicht denken sie auch, es wäre die Rutsche. Weil man hier oben ankommt. Ja, stimmt. Hui, Slide! Das könnte funktionieren. Ja, okay, wir sliden, wir gucken. Das könnte funktionieren, oder? Dann legen wir los. Und Klaas und Joko sind bereit für die letzte Runde. Geht es ins Stechen oder gewinnen Joko und Klaas? Ricardo und Eva, bitteschön. Du Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Wie war das nochmal mit dem würdevoll? Ja. Wir sind sehr langsam aufeinander ziehen. Wippe, ja. Wippe oder liegt ihr richtig, gewinnt ihr dieses Spiel. Ja, ja. Liegt ihr falsch, geht's noch weiter. Es wäre, glaube ich, eher die Wippe, weil die sind so lange aufeinander zu. Weißt du, bei der Trittleiter wäre dieses Hochgehen, Runtergehen in kürzeren Intervallen. Vielleicht war es aber auch nur Taktik von uns. Und ja, natürlich. Auch, vielleicht war es nur Taktik. Ich war wahnsinnig abgelenkt von diesem romantischen Song. Ja. Komm, okay, wir machen die Wippe. Ja, die Wippe ist ja offensichtlich. Ihr sagt, es ist die Wippe und ich kann euch nur sagen, herzlichen Glückwunsch! Yeah! Yeah! Sehr gut gemacht. Schönen Dank an Joko und an Klaas. Sei nicht traurig, ist gut, dass ihr euch gesehen habt. Vielen herzlichen Dank. Tschüss, Steven. Vielen Dank. Riesenapplaus nochmal für Ricardo Simonetti und Eva Schulz. Herzlichen Dank. Ganz toll mitgemacht. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Wenn ihr sagt, das war ja nicht schlecht, aber ich hätte das gerne stundenlang, dann gibt es eine ganze Folge und zwar da oben auf Join. Wir würden uns freuen. Das reimt sich, Join, wir würden uns freuen. Das ist für immer jetzt da, ne? Ja. Egal.